Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich. Heute wird Tobias Hack uns informieren über die Ergebnisse der Studierendenparlamentswahl. Vielleicht erst mal zu Anfang. Welche Funktion hat das Studierendenparlament denn überhaupt? Die Frage stellen wir uns meistens auch selbst. Nein. Welche Funktion haben wir? Zum einen, wenn du dir den Artikel anguckst, natürlich, wir sind das höchste beschlussfassende Organ an Hochschulen in Rheinland-Pfalz. So ist es festgelegt. Sagt aber erstmal nicht viel aus. Was wir machen ist, wir sind sehr, sehr vielseitig. Natürlich, wir sagen böse Stimmen, wir sind die Paragrafenreiter. Mhm. Ganz Unrecht haben sie ja nicht. Also du musst dir so vorstellen, es gibt ja verschiedene Gremien, sei es den AStA, sei es die Fachschaften. Und du hast quasi so eine Hierarchie. Ja? Und wir vom Stupa, wir sind auch dafür da, wenn zum Beispiel irgendwas beantragt wird. Ja? Der AStA sagt jetzt, er möchte für irgendwas Geld ausgeben, dann sagen wir vom Stupa, macht das Sinn, macht das nicht Sinn, dann wird diskutiert in den Sitzungen. Zum Beispiel, wir sind auch zuständig, wenn der AStA neu gewählt wird. Da haben wir die Wahlleitung quasi und gucken, dass da alles richtig läuft. Wir sind natürlich auch Sprachrohr für die Studierenden. Wir versuchen zu vermitteln, wir reden mit Studenten, wir reden mit den Gremien und versuchen da Themen aufzufassen, zu denen es vielleicht irgendwie eine Problemlösung geben könnte. Und kommunizieren das dann mit der Hochschule, zum Beispiel einmal im Monat haben wir immer ein Treffen mit der Hochschulleitung und dort sprechen wir dann gewisse Themen an und versuchen das so ein bisschen zu evaluieren, wie können wir dann dafür eine gescheite Lösung finden. Ansonsten, streng genommen kannst du sagen, wir versuchen den ganzen Laden so ein bisschen zusammenzuhalten. Auch wenn es mal irgendwie Zoff untereinander gibt, versuchen wir so die vermittelnde Rolle zu sein und zu sagen, hey komm, wir setzen uns alle mal an einen Tisch, ja, kommen ein bisschen runter, versuchen ein bisschen besonnen miteinander zu reden. Also es ist doch sehr, sehr vielseitig, was wir so hier im Studierendenparlament alles machen. Okay, jetzt kommen wir mal zu den Ergebnissen. Also wie ist denn das Wahlergebnis ausgefallen, gerade jetzt im Vergleich zum Vorjahr? Besser, um es mal so zu sagen. Also im Vorjahr hatten wir eine Wahlbeteiligung von ca. 4,4% und das hat uns alle sehr getroffen, sehr geschockt. Und ich hatte damals schon gesagt, also zumindest mal zweistellig muss ja auf jeden Fall drin sein. Es kann nicht sein, dass die Wahlbeteiligung bei 4, 5, 6, 7% liegt. Also die Gesamtwahlbeteiligung und das ist die Wahlbeteiligung aller Studienrichtungen, also von den, von den Wirtschaftswissenschaften, Touristik und Informatik, die zusammen. Und eigentlich die Wahlbeteiligung jetzt ist schon gut, aber trotzdem ist es so ein lachendes und ein weinendes Auge, weil jeder hat Briefe zugeschickt bekommen und hätte die einfach nur zurückschicken müssen. Aber wir konnten die Wahlbeteiligung tatsächlich auf 11,9% anheben. Was uns natürlich sehr, sehr freut und den größten Sprung im Vergleich zum Vorjahr. Wenn wir jetzt nur die beiden Jahre vergleichen, haben die Informatiker gemacht mit im Vorjahr 2019 4,5% Wahlbeteiligung, jetzt 20,5% circa. Also da hat sich schon einiges getan. Wir sind auf einem guten Weg, aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Okay, und wie war denn dein persönliches Resultat, deine persönliche Meinung zur Wahl? Mein persönliches Resultat war dafür, dass es so schwierige Umstände waren, dass wir eine verkürzte Wahlzeit haben. Wir mussten alles umorganisieren, weil wir hatten ja bis kurz vorher noch mit normalen Wahlen geplant. Dann kam Corona und dann mussten wir uns überlegen, wie machen wir das Ganze eigentlich. Genau. Und dann haben wir uns halt dafür entschieden mit der Briefwahl. Und ich kann mich noch daran erinnern, wo wir mal zusammen saßen und geredet haben und haben gesagt, Leute, ob das mit der Briefwahl so klappt, ob wir da die Wahlbeteiligung so bekommen. Und ich hatte noch damals gesagt, ja, ich will mindestens 10%. Und dann kam so dieses Lächeln so, mach mal. Weil man hatte nie im Leben damit gerechnet. Und dass sich dann auch tatsächlich so viele aufstellen lassen, hätte man nicht gedacht. Und dass wir dann aber tatsächlich die 11,9% schaffen, also ich habe damit nicht gerechnet und ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Wahl, weil die trotz dieser Umstände für uns sehr positiv verlaufen ist.
Du hast es ja eben gerade angesprochen mit der Briefwahl. Der Wahlvorhergang war ja durch Corona erschwert. Wie hat denn die Hochschule Worms die Wahl daher gestaltet? Du hast ja gerade die Briefwahl angesprochen. Also zu Anfang war es etwas schwierig, weil man nicht wusste, was macht man. Mhm. Wir haben natürlich in unserer Wahlordnung festgehalten, dass Briefwahl möglich ist. Aber die Wahlordnung sagt ja nichts anderes aus, wie dass jeder Student das Recht hat, sich Briefwahl zu beantragen. Mhm. Jetzt sag mal den Studierenden, sie müssen sich erstmal beantragen, dann bekommen sie die Briefe zugeschickt und können dann wählen. Genau. Schwierig. Und dann haben wir uns für eine ziemlich rabiate Variante entschieden. Jeder bekommt einfach Briefe zugeschickt. Okay. Das klingt erstmal einfach, war es im Endeffekt dann doch nicht. Mhm, glaube ich, ein großes Unterfangen. Weil, versuch mal die Studenten zu erreichen, die zum Beispiel wieder in ihre Heimat gefahren sind. Mhm. Und ich meine damit jetzt nicht nur Österreich und Schweiz, sondern ich meine auch weiter in die Heimat. Ich glaube, ein Brief ging sogar nach Myanmar, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das alles zu managen, war schon mal Thema Nummer eins. Dann Thema Nummer zwei in der heutigen Zeit ist immer die Geldfrage. Da waren wir relativ uns von Anfang an sicher, dass die Wahlen sehr teuer werden. Ja. Es war nicht zu verhindern, aber im Endeffekt haben wir dann auch ziemlich viel Rückenwind von der Hochschulleitung bekommen, die hinter uns stand, die uns sehr, sehr dabei unterstützt hat und die auch gesagt hat, dann ist es halt so, dass es mehr kostet. Mhm. Ja, und da musste erstmal alles organisiert werden. Ja? Die Briefe, man musste das bestellen, dass die Briefe frankiert werden, nur die Wahlzettel mussten entworfen werden, gedruckt werden und das alles in einem relativ kurzen Zeitrahmen. Mhm. Ich glaube, drei, vier Wochen, wo es dann wirklich die heiße Phase war mit Vororganisieren. Ja. Normalerweise hast du viel länger Zeit, dir die Gedanken Wahnsinn, zu machen. Wahnsinn, okay. Und viel länger Zeit dahingehend, weil du normalerweise viel routinierter bist. Mhm. Du hast einen Plan, du weißt, wie die Wahlen abzulaufen haben und dem gehst du auch nach. Mhm. Es gibt aber keine Wahlordnung, in der Corona einen Paragraphen hat. Deswegen mussten wir das Rad quasi auch so ein bisschen neu erfinden und uns überlegen, wie wir das machen. Hat dann trotzdem ganz gut geklappt, aber es waren einige nervenaufreibende Abende. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Tage, die draufgingen. Okay, und welchen Aufgaben möchtet ihr euch denn jetzt als erstes widmen? Als allererstes wollen wir uns dem Umzug widmen, weil das G-Gebäude wird ja quasi abgerissen. Mhm. Und da ist natürlich die größte Frage, es sind sehr, sehr viele Leute in dem G-Gebäude. Es ist der Aster drin, die Fachschaften, dann sind studentische Initiativen drin, natürlich hier auch vom Stupa. Da stellt sich die Frage, wie bekommt man das alles irgendwie unter einen Hut? Ja. Wir haben uns dann für die Variante der Container entschieden. Da ist dann aber auch immer noch, musst du dir überlegen, wer kommt denn überhaupt in einen Container? Ja? Weil die Fachschaften müssen sich einen Container teilen. Okay. Und da ist die Frage, ich meine, im Endeffekt wirst du niemanden zufriedenstellen mit dem Ergebnis, aber trotzdem musst du dann schon sagen, ja, okay, wie machst du jeden ein bisschen glücklich? Mhm. Ne? Dann ist natürlich, du hast die Container, du hast verschiedene Gebäude, die du hast, wo du aufteilen musst. Wie teilst du auf? Wie funktioniert der Umzug? Ja. Da bin ich auch zum Beispiel froh, die TAP leider geschlossen, muss rückbauen. Da bin ich auch sehr stolz auf die TAP-Leute. Da war ich auch erst gestern gewesen. Und die sind schon kräftig am Rückbauen, weil die ja erstmal in so eine Zwischenlösung reinkommen. Und da macht man sich auch schon Gedanken, wie geht es denn damit weiter? Klar. Also nachdem wir so dieses ganze Semester rum haben, natürlich werden jetzt noch bis Ende Juli noch die Klausuren geschrieben, das ist klar. Aber da ist ja soweit alles getan. Da ändert sich ja nichts mehr dran, weil ja wir schon Klausurenphase haben. Also ist tatsächlich das G-Gebäude jetzt erstmal die größte Herausforderung, die wir haben. Ja. Und dann kommt natürlich die besondere Erstsemesterbegrüßung dran, die natürlich sich nach hinten verschoben hat und jetzt im November sein wird. Und da stellt sich halt die Frage, wie machst du das eigentlich mit den Corona-Regeln? Und also wir wissen alle nicht, was im November sein wird. Es kann sein, dass die zweite Welle heftiger zuschlägt, als wir alle denken und es wird alles wieder abgesagt. Kann natürlich aber auch sein, dass es Lockerungen gibt und da musst du halt überlegen, wie hältst du die Regeln überhaupt ein? Genau. Was wir nicht wollen ist, dass es so läuft wie im letzten Semester. Dafür konnten wir nichts, aber die Erstsemesterbegrüßung einen Tag vorher abgesagt und ich habe mit vielen Erstsemestern geredet.
Die sind einfach mit Vollgas gegen die Wand gelaufen. Mhm. Weil du kennst niemanden, du bist neu. Ja, und dann die Vorlesungen alle online, die du dir reinkloppen musst. Ja. Und du kannst dich wirklich nicht mit so vielen Leuten austauschen. Mhm. Ich meine, die Fachschaften haben wirklich, wirklich viel getan, die Erstsemester in ihre Erstsemestergruppen zu holen und die zu unterstützen. Das muss man wirklich lobenswerterweise sagen, dass da sehr, sehr viel kam und da bin ich auch richtig stolz drauf. Sehr gut, ja. Aber trotzdem versuchen wir zumindest mal, keine Ahnung, Zelte auf dem Campus aufbauen und man versucht in Gespräche zu kommen mit den Studierenden, dass man gleich Kontakt hat. Ja. Das sind zumindest mal für dieses Jahr. Natürlich gibt es diese kleinen Herausforderungen. Wie geht es denn das Wintersemester weiter für die Studierenden und so? Also Herausforderungen haben wir ständig, aber das sind so die zwei großen Punkte, die jetzt mal, wo wir versuchen, unseren Fokus drauf zu legen. Okay, und welche langfristigen Ziele habt ihr euch denn jetzt für die nächsten zwei Semester gesetzt? Weil die Amtszeit beträgt ja immer ein Jahr. Das allergrößte Ziel, was bei uns momentan ganz oben steht, ist die Wahlbeteiligung zu heben. Genau, hast du ja angesprochen. Ja, man hat schon, ja gut, von 4,4% auf 11,9%, das ist ein Sprung. Mhm. Aber mein Ziel ist 20%. Sehr gut. Das klingt nach einem Ziel, was so vielleicht nicht unbedingt erreichbar ist. Man weiß es nicht. Ja. Aber ich finde, man muss sich auch Ziele setzen, man muss auch Ambitionen haben. Genau. Und da ist unser Ziel, dass wir Online-Wahlen implementieren, weil wir uns dafür entschieden haben, dass das einfach der beste Weg ist, Studierende zu erreichen. Weil gut, nächstes Jahr haben wir vielleicht kein Corona mehr. Aber was ist in 20 Jahren? Was ist in 10 Jahren? Was ist in 30 Jahren? Ja. Wenn es dann nochmal irgendwie sowas gibt, wollen wir schon mal für die Zukunft Sicherheit schaffen, zu sagen, dann mach die Wahlen halt online. Ja. Und ich meine, da kannst du nicht mehr sagen, ich habe es nicht mitgekriegt. Stimmt. Ich habe keine Wahlbriefe bekommen, ich konnte nicht vor Ort sein. Ja. Ein Laptop oder selbst im Handy kannst du abstimmen, genau. Wenn das so kommen sollte. Das sind natürlich einige rechtliche Sachen, die noch geklärt werden müssen. Ist klar. Dazu hatten wir auch jetzt ein Design Thinking gehabt, quasi eine Gruppe, die ein Konzept entwickelt hat, was ich so sehr gut finde und hoffe, dass wir auch in die Richtung gehen können für die Wahlen. Gekoppelt an die Wahlbeteiligung und an die Wahlen im nächsten Jahr ist noch ein Ziel, vielleicht das Stupa ein bisschen bekannter zu machen. Du hast es eingangs schön erwähnt, was macht das Stupa eigentlich? Die Frage stellen sich sehr, sehr viele. Und unser Ziel ist es einfach, sagen wir mal, die Bekanntheit zu steigern, auch zu vermitteln, was machen wir eigentlich, weil das Stupa ist schon ein sehr, sehr wichtiges Organ, ein sehr, sehr wichtiges Kontrollorgan und es ist schon gut, da den Leuten auch zu sagen, auch nicht nur Stupa, wenn wir über die Wahlen sprechen, reden wir auch über Fachbereich und Senat, warum ist es denn wichtig, sich zu engagieren, was machen denn die Gremien und wenn wir da das allgemeine Interesse und die Bekanntheit steigern, haben wir schon mal unser großes Ziel erreicht. Und sonst kommen halt die kleinen Veranstaltungen. Also wir hoffen natürlich, dass es nächstes Jahr mit Veranstaltungen normal weitergeht. Sei es der Hochschulinformationstag, keine Ahnung, sei es die Erstsemesterbegrüßung, dann die hoffentlich wieder normal läuft. Und die ganzen kleineren Veranstaltungen drumherum, die gilt es natürlich zu meistern. Ja. Da freuen wir uns drauf. Das ist natürlich eine Herausforderung, vor der wir dann auch jedes Mal aufs Neue stehen. Glaube ich. Und sonst hoffen wir natürlich und wünschen wir uns, dass wir auch wieder einen geregelten Ablauf haben und dann dementsprechend auch wieder hochfahren können. Nochmal zur digitalen Wahl. Ich finde die Idee eigentlich sehr gut, denn es würde ja auch Ressourcen sparen. Also wie du schon vorhin angesprochen hast, die Kosten waren enorm für diese Briefwahl, da jeder wirklich Post bekommen hat. Und es ist eine sehr gute Idee und ich bin auch sehr gespannt, wie das Konzept dann in Zukunft ausgebaut wird. Gut, dann noch zur aktuellen Situation. Gibt es denn aktuell gerade in Bezug auf Corona besondere Herausforderungen noch? Die Herausforderung Nummer eins ist natürlich, wie hältst du die Hygieneregeln ein? Das hat während den Klausuren es hat sehr, sehr gut funktioniert, meiner Meinung nach. Ich hatte jetzt demnächst erst eine Klausur tatsächlich mal im Mozartsaal gehabt. Okay. Was natürlich erstmal seltsam ist, weil für mich ist der Mozartsaal jetzt nicht unbedingt mit Klausuren verbunden, sondern mit Veranstaltungen, mit Aufzeichnungen, die wir im Mozartsaal machen. Plötzlich stehen da so viele Tische und du wurdest nacheinander reingelassen mit 1,50 Meter Sicherheitsabstand. Der Prof stand quasi mit Face-Maske und Handschuhen da. Du hast schon
deine Blätter, da war die Klausur drin, schon ausgeteilt bekommen. Okay. Und hast dann quasi deinen Platz zugeteilt bekommen. Und ich meine mich zu erinnern, es waren definitiv mehr als 1,50 Meter Abstand zu jedem Tisch. Mhm. Und sonst das normale Prozedere bleibt gleich bei einer Klausur. Natürlich gehen die Profs und die Hiwis rum und kontrollieren, dass man nicht bescheißt. Mhm. Natürlich mit Mundschutz, natürlich mit dem entsprechenden Sicherheitsabstand. Trotzdem müssen sie ja irgendwie nah rangehen. Die müssen ja mal das Blatt rumdrehen oder den Taschenrechner und sagen, ist da was drauf oder so. Aber da muss ich wirklich sagen, wurde einiges getan. Mhm. Es war eine große Herausforderung, das muss ich sagen. Ich habe das auch so ein bisschen mitbekommen, wie das alles organisiert wurde. Auch in Krisenmeetings wurde besprochen, wie man das macht und so. Es hat letztendlich gut funktioniert, meiner Meinung nach. Weil man muss immer sagen, wenn man kritisiert und sagt, es hat schlecht funktioniert, ja, an was hätten wir uns denn richten sollen? Genau. Sowas, du hörst es im Fernsehen immer, sowas hatten wir so in dem Ausmaß in der letzten Zeit noch gar nicht. Ja. Ja, die schlimmste Tragödie seit dem Zweiten Weltkrieg. Also, wie willst du dich da als Hochschule drauf einstellen, dass du, wie du Klausuren abhältst, wie hältst du die ganzen Regeln ein? Natürlich hast du die Hygienestationen am Eingang, jeder musste mit Mundschutz kommen. Aber auch wenn es ein großer logistischer Aufwand war, hat es ganz gut funktioniert. Nur was man gemerkt hat, ist so, habe ich persönlich so wahrgenommen, dass die Studenten irgendwie das weniger Klausuren geschrieben haben. Warum das? Ob die gesagt haben, nee, Hygiene, also aus Corona, nee, ich will mich nicht anstecken. Oder weil halt eben das Semester so schwer verlaufen ist, weil es nur online war, weiß man nicht. Aber ich muss sagen, ich bin positiv gestimmt. Wenn ich resultiere, was die letzten 4 Wochen klausurmäßig so geklappt hat an der Hochschule. Ja, also auch da bin ich gespannt, wie sich das in Zukunft entwickelt an der Hochschule. Und ich wünsche euch natürlich für die kommende Amtszeit ganz viel Erfolg und viel Glück. Und bedanke mich für das Interview mit dir, Tobias. Und Ihnen, liebe Zuschauer, noch einen schönen Abend.